Guten Tag zusammen, willkommen zurück zu 7 Days to Die, Nordisch allein zu Haus. Und ja, wie ihr seht, ich bin noch auf dem Weg nach Hause. Bummelig an derselben Stelle, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich hatte nur eben noch ein Schwein erspäht und dann dachte ich mir, ja, das wirst du dir nochmal schön einverleiben. Aber jetzt geht's erstmal nach Hause, weil ich habe eh so viel Fleisch dabei. Da muss ich erstmal zusehen, dass ich das Ganze verarbeitet kriege. Und mal gucken, ob da alles noch gut ist. Wer keucht denn da noch rum? Da hinten ist noch eine Tante da. Ja, ich weiß. So. Bitteschön. So. Dann kann ich mich jetzt da auf den Heimweg machen, mehr oder weniger. Ich würde hier nochmal ein paar Zombies verprügeln. Ja. Wie ich mittlerweile in jeder Folge sage, ich habe nichts weiter Großes gehört von, warte mal, von der Alpha 11. Nur hatte Mad Mole wieder ein paar, was? Wo ist er denn? Das ist weggebackt gerade, ne? Der Scheißhase, echt. Bin ich bescheuert? Hier war doch eben noch der Hase. Muss ich mir nachher nochmal im Video konkret angucken, aber. Ach, da liegt er doch. Ich Trottel. Oh. So. So, Hase. Was? Warum hast du? So, Search Rabbit. Ach so, hatte ich schon aufgenommen. Okay, alles klar. Ach so ist das. Ja. Zurück zum Thema. Ich hatte... Oder beziehungsweise ich gucke ja regelmäßig beim Mad Mole in den Blog. Und ja, er hat ein paar Fotos gepostet von, ich glaube, brennenden Zombies oder abgebrannten Zombies oder irgendwie sowas. Sah auch schon nicht schlecht aus. Also die Texturen von den Zombies sehen echt klasse aus. Die haben sowieso mit der Unity 5 haben sie da einiges noch rausgeholt. Also wenn ihr euch die Bilder mal auf seinem Blog anguckt. Alter Schwede, das ist schon richtig geil. Müssen wir nur hoffen, oder können wir nur hoffen, dass das nicht so arg unter der, dass die Performance da noch einigermaßen stabil bleibt. Denn das wäre echt schade, wenn man sich da die Performance wieder wirklich einsaut. Aber da stecken wir nicht drin, insofern ist es wurscht. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf die 11. Grain Alkohol kann ich natürlich alles jetzt nicht mitnehmen. Kann ich irgendwas hier lassen? Ach komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, dann lassen wir das halt so. Und ja. Also ich persönlich rechne dieses Wochenende nicht damit, mit der Alpha 11, also sprich jetzt das Wochenende 14. 15. Da ist wieder ein LH so. Hase. Ach scheiße, der war daneben. Ich persönlich rechne da nicht mit. Ich denke mal eine Woche weiter. Aber das ist wirklich nur persönliches Empfinden, weil ich denke mal, auch Mad Mole hätte. Auch Mad Mole hätte wahrscheinlich so 2-3 Tage vorher gesagt: So, hier, gibt ein Patch und dann ist das gut. Na? Oder es besteht die Chance, dass der Patch halt jetzt rauskommt. Das würde ich mir mal so vorstellen. Ob es so ist, weiß ich nicht. Er hatte ja, glaube ich, auch mal geschrieben, dass sie jetzt nicht mehr so. Dass sie jetzt nicht mehr so stark so ein Release-Datum veröffentlichen wollen, beziehungsweise vorher verraten wollen, weil das Problem ist ja immer, wenn einer von denen sagt, so hier, Release ist am 14., oh, ich muss jetzt mal einen Ton leiser machen, Release ist am 14. und es nachher nicht am 14. kommt, dann ist wieder das Geschrei groß und ah, bla bla, ihr habt uns doch versprochen, bla bla, und das ist dann immer ein bisschen nervig. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es doch recht spontan kommt, in Anführungszeichen. Aber vielleicht haben wir ja Glück und so 1-2 Tage vorher kriegen wir dann halt die Info,
Mensch. Nun kommt endlich der Patch und Thema durch. Weil es wäre schon ganz gut, weil man muss ja auch ein bisschen planen, auch gerade so was Let's Plays angeht. Und da wäre es natürlich super, wenn man vorher bummelig weiß, wann es losgeht. Denn wenn jetzt spontan auf dem Freitag ohne Ankündigung der Patch kommt, dann ist es natürlich auch ein bisschen spät mit der Ankündigung von einem Livestream zum Beispiel. Kann man zwar immer noch machen, aber es wäre natürlich toll, so 2-3 Tage vorher zu wissen, hey Mensch, Alpha 11 Update, super, Livestream etc. Finde ich zumindest. Also ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber ich weiß da eigentlich immer relativ gerne rechtzeitig Bescheid. Und ja. Insofern gibt es natürlich nicht viel Neues. Also wie gesagt, ihr könnt gerne auf die Blogseite von Madmole gehen und euch mal die Bilder angucken, so das einfach zu beschreiben. Das liegt mir nicht. Also es würde ja Sinn machen, wenn ihr da mal selber guckt. Vor allem, da könnt ihr die Bilder auch schön in HD sehen und das macht schon einen sehr guten Eindruck. Vor allem die Bäume sehen so klasse aus. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich freue mich da richtig drauf. Auch wenn natürlich dann das Motion Capturing von den Zombies halt noch nicht dabei ist. Das ist ja noch für manche so richtig wichtig. Ich meine, klar, wird natürlich super aussehen. Da kommt noch wieder ein Hase da hinten. Ach, scheiße. Und ja, was wollte ich sagen? Aber eigentlich gar nichts weiter. Nicht? Also, ah ne, genau wegen Motion Capturing. Ist zwar schade, aber nun gut, was nicht ist, ist nicht. Und mir wäre es natürlich da schon wesentlich lieber, wenn man die Performance weiter verbessert, wenn man die Grafik-Engine noch weiter aufbohrt und besser macht. Ich denke mal, da ist auch noch einiges an Performance zu machen. Und da bin ich schon echt gespannt. Also da echt gespannt wie ein Flitzebogen. Nicht nur, wie es aussieht, sondern wie sich das Ganze nachher auch spielen lässt. Auch mit den neuen Spielsystemen von wegen Waffenteile-System und Rüstungsteile-System. Das macht schon tierisch Laune, muss ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass es richtig gut wird. Aber viel, da kann man ja viel sagen, wenn man es noch nicht gespielt hat. Da muss man wirklich erstmal selber Hand anlegen und dann weiß man auch, wovon man spricht. Zu denen lasse ich laufen. Da. Ruckelt ein bisschen, warum auch immer. Jetzt habe ich das Problem tatsächlich auch, dass es ein bisschen ruckelt. Gut. Ja, und zur Alpha 11 werden wir auch mal einen neuen Server ausprobieren. Ihr wisst ja, wir hatten so ein bisschen Probleme mit unserem alten Nitrado-Server, beziehungsweise das war ja der Nitrado-Server von Xyra. Der hat uns den ja netterweise zur Verfügung gestellt. Und jetzt muss ich noch was essen. Und der lief ja eigentlich nicht so richtig wirklich. Also wir hatten ja immer die Probleme, dass sich der Server selber auf Tag 1 immer zurückgestellt hat. Gut, man kann jetzt natürlich auch sagen, Einstellungsfehler, das kann natürlich sein. Das kann man natürlich immer sagen, aber ich sag mal, wenn man sich die Einstellungen x-mal angeguckt hat und den Fehler, in Anführungszeichen, den Fehler nicht gefunden hat, dann ist das natürlich schon schwierig. Auf jeden Fall haben wir uns dazu entschlossen, dass ich jetzt mal, oder ich habe mich dazu entschlossen, das nächste Mal einen Server zu stellen. Wir werden den Server wechseln und den Anbieter wechseln. Dazu sage ich aber noch nichts weiter, wenn ich das nicht so, glaube ich, sogar schon getan habe in den Let's Play bei den LPTs. Ich meine, das schon mal erwähnt zu haben. Und ich verlaufe mich hier gerade so ein bisschen. Ach nee, ich bin doch auf der richtigen Spur hier. You're thirsty. Ich habe doch eben was getrunken. Wie kann ich denn jetzt schon wieder durstig sein? Oder kommt das vom Essen? Das kann natürlich auch sein. Nee, und dann probieren wir einen neuen Server aus. Den werde ich dann auch vorstellen am ersten Tag, wenn wir spielen und das alles soweit funktioniert. Und wenn der Patch dann da ist, dann werde ich euch auch genau erklären, bei welchem Anbieter ich jetzt bin. Und ihr werdet ja sowieso am Let's Play und unserer Laune werdet ihr dann sowieso dann mitbekommen,
ob der Server gut ist oder halt nicht. Denn wenn du mal, wenn man so im Internet mal guckt und so nach einem Server sucht oder nach Serveranbietern sucht, besser gesagt, ich sag mal, jeder hat irgendwo so seine Lieblingsserver. Es gibt auch Leute, die Nitrado immer noch richtig, richtig gut finden. Nitrado ist auch nicht schlecht, davon mal abgesehen. Aber ich meine, es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass wir da so gewaltige Probleme immer auf dem Nitrado-Server hatten. Und da habe ich echt die Hoffnung, dass wir mit einem neuen Server, bei einem neuen Anbieter dann tatsächlich auch die Chance haben, da ein bisschen was Stabiles auf die Beine zu stellen. Das werden wir aber sehen. Lasst uns überraschen. Ihr könnt jedenfalls gespannt sein. Einen kleinen Vorab-Test werden wir ja schon mal fahren auf dem Server. Den werden wir vorher nämlich einmal austesten, ein bisschen belasten. Und dann wollen wir mal schauen, wie der Server sich so anstellt. Upsa. Kabums. So. Du kriegst auch noch eine auf der Ocken. So. Mein Zuhause ist da. Ups. Ach, da ist noch einer. Ups. Ein. Mensch, du. So, mach. Ach so, gut, ich habe kaum Stamina. Oder was heißt kaum? Ich habe gar keine Stamina. Dann ist ja kein Wunder, dass ich 5 Schläge brauche. Oh, das geht hier aber auch weit runter, muss ich ja sagen. Hm. Da, 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 da. Ich weiß gar nicht, wie weit haben wir es überhaupt noch? Wie weit haben wir es denn noch? Achso, ich bin ja extra hier so längs gegangen. Stimmt, das wollte ich ja machen, um den Bereich hier so ein bisschen abzugrasen. Stimmt ja auch. Na, mach weg. Das stimmt ja, aber man, hier ist auch nur alles grün. Also hier, ich wollte ja mal so eine Steppe finden, aber irgendwie ist nichts mit Steppe. So. Auch wenn das hier immer so ein bisschen nach Steppe aussieht, aber das täuscht denn, weil die Bäume dann immer ein bisschen nachspawnen sozusagen. So, da kommen wir. You're stunned. Ja, das weiß ich auch und ich kann nichts mitnehmen. Ach komm, wir nehmen mal die bisschen was zu essen, können wir immer mitnehmen. Und Cooking Pot. Ach, wir haben Eisen da. Komm, dann baue ich mir einen. Ich bin ja auch nicht mehr auf Reise, insofern passt das schon. So. Da hinten kommt noch eine Tante, die kneife ich mir auch mal gerade. So, Mensch, du. Du hast eine Bandage dabei, die ich auch nicht mitnehmen kann, weil ich voll bin. Dann schmeiße ich mal die weg und nehme lieber die heilende Bandage mit. So. Und wir müssen da einmal rüber über den Teich. Hm? Naja, brüll mal rum, interessiert mich eh nicht. So, wir sind direkt auf Kurs. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Vielleicht finden wir ja auch unterwegs nochmal irgendwie eine nette kleine Location. Und ihr werdet lachen, ich hab, oder was heißt ich hab, ich finde eigentlich kaum gute Locations hier. Das deprimiert mich ein bisschen. Das höchste der Gefühle ist mal, wenn ich in Wasteland oder so, wenn ich da mal eine Polizeistation finde. Das ist dann schon mal ein kleines Highlight. Aber ansonsten, so außerhalb von Wasteland, da finde ich also nie richtig gute Locations. Also. Oh, hier, ich muss ja mal. Ne, ich habe eh nichts dabei. Muss ich mal gucken. Boah. Ups. Da ist noch ein Schwein. Was? Schwein. Schwein, Schwein, Schwein. Schwein.
Also ich muss sagen, so Schwein-, Hirsch- und Hasentechnisch hat sich der Ausflug auf alle Fälle gelohnt. Wir haben ja einiges eingesammelt. Also da kann man schon mal nicht meckern. Also wenn ich hier in die Staffel jetzt noch länger gehen würde, da hätte ich schon gut Material gesammelt. Also ich muss gleich ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich mir hier meinen Knüppel kaputt haue. Aber ich sehe das schon kommen, dass er gleich kaputt geht. Muss ich gleich mal die Waffen wechseln. So, das kann ich mitnehmen. Ja, die Zombies sind natürlich scharf auf mich. Ich habe hier richtig schön Fleisch dabei. Ich muss für die hier wirklich äußerst lecker riechen. Komm, mal ein bisschen Gas geben. Mal gucken, dass wir gleich mal nach Hause kommen. Wir haben es 12 Uhr. Das schaffen wir locker, aber ich will dann ja auch zu Hause dann mich noch ein bisschen ausplündern. Und mal gucken, dann werde ich sicherlich noch mal irgendwo auf Tour gehen. Mal gucken, vielleicht ist der Garten auch so wieder so ein bisschen gewachsen. Mal gucken, was sich hier noch so findet. Wir haben ja auch noch etliche Straßen, die wir noch nicht abgelatscht sind. Da können wir auch noch mal gucken gehen. Vielleicht finden wir dann doch mal was Interessantes, mal eben nicht nur, was wollte ich sagen, eben nicht nur irgendwelche Tankstellen oder Standardhäuser, sondern vielleicht auch mal irgendwie ein kleines Dorf oder sowas oder weiß ich nicht. Mal ausnahmsweise mal nicht im Wasteland. Aber ich muss mal gucken. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht mal ein Schneebiom gefunden. Wüstenbiom? Da oben ist das tote Wasteland? Nee. Wir haben noch nicht mal Schneebiom gefunden. Sonst ist das eigentlich immer so eine. Da hinten ist noch ein Haus und ein Hirschilein hantet. Herzallerliebst. Herzallerliebst. Da ist ein Hirsch um mich dreh ab. Oh, jetzt ist der Hirsch schon runtergefallen, glaube ich, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Muss ich mir gleich mal die Waffe wechseln hier. Eieieiei. Das wird hier erstmal ein bisschen Überblick verschaffen. Ich mache mir natürlich nicht gerade Freunde mit meinem Rumgeballer hier. Was? Der hat aber voll gesessen. Pass mal auf, gleich backt der Hirsch weg, was genau jetzt passiert ist. Mann! Mal gucken, wo der Hirsch abgeblieben ist. Der war ja, glaube ich, der ist, glaube ich, hier runtergefallen. Vielleicht ist er noch irgendwo auf dem See. Dann ist er. So, dein Arsch gehört mir. Okay, klingt jetzt vielleicht auch nicht gerade toll, aber ist ja nun mal so. Sein Arsch gehört ja nun mal mir. Kann ich auch nichts für. So, also zu essen haben wir jetzt erstmal genug. Also für eine einzelne Person ist das schon klasse. 12-mal Schwein, 5-mal Venison. Da ist schon nicht schlecht. Da kann man erstmal eine Weile mit klarkommen. Ich habe ja nun auch 8-mal Venison schon dabei. Muss ja gleich noch wieder ein Häppchen essen. Und ich muss gleich an Land erstmal gucken, was ich noch an Nahkampfwaffen habe. Denn ich habe leider kein Eisen und keine Stripes dabei, um hier irgendwie was zu bewegen. Gut, ich könnte natürlich die Axt nehmen. Aber das ist so oldschool. Jetzt muss ich mal gucken. Pistole, 2 Schuss, bringt mir nichts. Jagdgewehr, ja gut. Müsste ich tatsächlich dann wirklich nur das Jagdgewehr nehmen. So, gucken, was haben wir hier? Nichts, ein Glück. Was haben wir hier noch Schönes drin? Wasser können wir mitnehmen. Schlafsäcke brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Chest Armor brauchen wir auch nicht. Ah, machen wir das mit der. Ups. Mit der Axt. So. Was hast du hier, mein Freund?
Was war das denn gerade? So, kann ich auch nichts von aufnehmen. Ist sowieso nicht so wichtig. Aber ich befürchte auch, dass wir hier nicht wirklich was Gutes finden werden. So, da haben wir reingeguckt. Da haben wir auch geguckt. Moin. Muss auch unbedingt wieder ein paar Shotgun-Shells mal herstellen. So, wo ist denn das Zuhause? Da hinten, weil wir sind nämlich schon fast wieder am Ende einer Folge. Und das wollte ich eigentlich schon noch ganz gerne schaffen, den Hauseweg, wenn das denn überhaupt realistisch ist. Oh ja, wir sind so weit, wir sind gar nicht mehr weg. Siehst du. Hier nochmal kurz looten. Dann passt das ja auch. Ah, so. Ja, da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich dann nochmal losziehe, dass ich vielleicht doch nochmal so eine Steppe finde. War. Oder ob ich mir es dann nochmal zu Hause gemütlich mache und weiter in meinem Haus rumbaue. Da bin ich mir momentan so ein bisschen unschlüssig. Ich müsste ja auch noch ein bisschen was im Garten tun. Da müssten die Pflanzen auch so langsam mal wachsen. Ich hätte ja auch ganz gerne eine Maispflanze gehabt, aber bis jetzt habe ich bis jetzt auch an Mais so nichts gefunden. Aber es steht hier sowieso erstmal ein bisschen Hausarbeit an. Ich muss mal ein bisschen Tee kochen etc. Das muss auf alle Fälle sein. So, ein bisschen was essen noch. Dann können wir gleich weiterziehen. Ach so, okay. Stimmt, das Glas musste ich fallen lassen, aber es ist. Ich will hier eigentlich auch nichts Gutes. Es ist natürlich blöd, dass ich das Holz dabei hatte, aber ich hatte natürlich auch einen anderen Plan. Ich wollte ja eigentlich eine Art Weltreise machen. Das habe ich auch nicht so wirklich getan. Aber mal schauen. Kommt vielleicht noch. Vielleicht mache ich mich nochmal auf den Weg. Wir werden sehen. Aber jetzt die nächste Folge, denke ich mal, ist erstmal ein bisschen Hausarbeit angesagt. Inklusive vielleicht auch nochmal weiter ausbauen. Ich muss mal schauen. Ich wollte ja auch nochmal ein kleines Apartmenthäuschen da oben raufsetzen aufs Dach. Das muss ja auch nochmal irgendwann fertig. Dass ich zumindest was zum Vorweisen habe, wenn hier die Staffel vorbei ist. Bup. Naja, komm, wenn du mich schon so anbrüllst. Ich lasse mich nämlich nicht anbrüllen. So. Wir haben es auch nicht mehr weit. Wir müssen gleich da sein. Da sehe ich doch schon was. Ach nee, das ist das andere Haus. Das ist das andere Haus. Damit kann ich nichts anfangen. Ich kann ja sonst auch mal in der nächsten Folge auch mal dahin gehen, weil wir haben Tag 9 und ich müsste eigentlich die Häuser relativ zeitnah abgelootet haben. Also vielleicht ist da schon wieder was gespawnt an Loot. Zumindest gucken kann man hier mal. Hupsa. So, noch ein bisschen schwimmen. Dann haben wir es auch gleich. Da hinten sehe ich doch schon was Gutes. Die Viecher krepieren immer irgendwo, man kriegt das kaum mit. Gerade die Hasen. So. So, wir sind nicht mehr weit. Wir sind nicht mehr weit. Dahinter, hinter dem Hügel, da ist es. Links haben wir dann wieder mal die Tanke. Es ist doch schön, wenn man wieder zu Hause ist. Ah, herrlich. Bier haben wir auch gefunden. Da können wir uns ein schönes, kühles Bier reinziehen. Naja, kühl vielleicht nicht, aber wir sind auf jeden Fall zu Hause. Ist doch herrlich. Aber zieht euch das mal rein, als ich losgelatscht bin. Ja, als ich losgelatscht bin, habe ich hier meine Wand gemacht. Seht ihr? Also scheint das jetzt tatsächlich so zu sein, dass das wirklich nur trocknet, wenn man in der Nähe ist. Weil ihr habt ja gesehen, da seht ihr es ja auch. Es ist noch nicht getrocknet. Wie kann das sein? Ich war jetzt, glaube ich, über 2 oder 3 Folgen war ich unterwegs.
Und hab dann auch dementsprechend übernachtet. Also das hätte man locker trocken sein müssen. Also trocknet das nur, wenn man nicht wenn man zu Hause ist. Aber der Kaffee ist fertig, das ist gut, die Kartoffeln sind fertig, mein Tee ist fertig, meine Baumwolle ist auch fertig. Super, das sieht schon mal klasse aus. Und ich kann noch mal eine Sache gucken. Ich meine, gut, es hieß ja mal, dass bestimmte Sachen nur dann funktionieren, wenn man auch zu Hause ist. Also ich glaube auch mit dem Loot, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht so wirklich sicher. Mal kurz ums Haus rumgehen und mal gucken, ob da irgendwelche Schäden sind, aber danach sieht es nicht aus. Gut, hier haben sie ordentlich Barbed Wire. Ach nee, da habe ich ja auch kein Barbed Wire montiert. Ich dachte, das hätte ich hier auch schon fertig. Nun gut, dann werde ich das auch mal in Angriff nehmen. Wie dem auch sei, ich bin zu Hause und ich habe sogar eine Tür offen gelassen, so eine Sauerei. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Tipps, Tricks, Anregungen für jetzt und für die neue Staffel werden natürlich gerne in den Kommentaren gesehen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge 7 Days to Die Nordisch allein zu Hause wieder. Auf jeden Fall noch einmal am Samstag. Die Folge werde ich auf jeden Fall noch in der Alpha 10 produzieren und sollte dann am Wochenende die Alpha 11 kommen, dann werde ich sicherlich auf dem Sonntag mal gucken. Ich würde hoffen, dass ich das schaffe. Dann oder vielleicht auf Samstag schon einen Livestream machen, neue Folgen produzieren, etc. etc. Das werdet ihr alles in der Kanalinfo dann halt sehen, was da kommt. Und ich werde dann sicherlich auch nochmal extra einen kleinen Teaser-Trailer machen, damit ihr Bescheid wisst, wann wie was Neues kommt von 7 Days to Die. Gut, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal und tschüss.